Hey ihr Lieben, hallo, hier bin ich nochmal. Ja, es ist eine Zeit vergangen, ich glaube fast 2 Wochen, seit ich meinen letzten Podcast gesprochen habe. Heute ist es nochmal soweit und ja, heute habe ich Lust mit euch über das Thema Entspannung zu sprechen. Und zwar, was heißt eigentlich Entspannung? Was gibt es für Möglichkeiten, wie wir uns auch anders entspannen können? Also anfangen möchte ich erstmal damit, ja, unser Leben ist dermaßen stressig. Ich finde, es ist manchmal gar nicht so einfach, sich zu entspannen. Unser Handy schellt ständig. Wir bekommen SMS, das Telefon klingelt. Unsere Kinder brauchen uns. Vielleicht unser Partner hat was auf dem Herzen. Dann gibt es einen Termincheck im Job, ja, wo wir Sachen abarbeiten müssen, wo wir dauerhaft permanent unter Stress stehen, unter Zeitdruck stehen. Und ja, ich denke einfach, das ist schon unglaublich viel Stress, in dem wir ausgesetzt sind. Immer mehr Menschen benötigen Entspannung. Und die Frage ist jetzt so auch an euch, und die habe ich mir selbst halt auch gestellt, wo finde ich Entspannung? Finde ich die wirklich immer so in Fitnessstudios? Ja? Viele Leute suchen Entspannung, indem sie ein Fitnessstudio-Abo buchen, indem sie auf Partys gehen, indem sie, keine Ahnung, irgendwelche Veranstaltungen besuchen, irgendwelche Abos abschließen, um da Entspannung zu finden. Aber letztendlich glaube ich, dass der Stress weitergeht, weil Entspannung findet man, glaube ich, indem man einfach mal andere Wege geht. Ja? Indem wir einfach mal versuchen, ja, vielleicht mal zum Beispiel uns mit Freunden zusammenzusetzen, uns zu unterhalten, zu quatschen, uns auszutauschen, ja, indem wir einfach mal stille werden, ganz andere Wege gehen. Es gibt eine Autorin, Sabine Kügeler, die hat das Dschungelbuch geschrieben, hat ganz lange in Neuguinea gelebt. Und eine ganz interessante Frau, und sie hat irgendwann mal gesagt, dass die Deutschen nicht essen, wenn sie Hunger haben, sondern die Deutschen essen nach der Uhr. Das heißt, auch da wird noch mal ganz klar, wie wir Menschen ticken, ja? Wir hetzen von einem Termin zum anderen, wir stehen ständig unter Strom, wir wollen es allen Menschen recht machen und irgendwie finden wir überhaupt keine Ruhe. Und ich glaube, dass wir Ruhe finden, indem wir einfach mal wirklich ganz andere Wege gehen. Andere Wege heißt für mich, in die Natur wieder gehen. Sachen, die nichts kosten, ja? So ein Fitnessstudio, so ein Abo im Fitnessstudio kostet unglaublich viel Geld. So eine Kurzreise ist ganz toll, aber finden wir da Entspannung für ein ganzes Jahr in 3 Tagen oder in einer Woche Kurzreise? Ist es das, was uns entspannt, was uns frei macht? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Entspannung ganz tief in uns drin ist und da auch, ja, die muss da, die Entspannung muss dort ankommen. Ja, wir müssen unserem Körper was Gutes tun. Und ich finde, wenn wir in die Natur gehen, wenn wir wandern, wenn wir an der frischen Luft sind, wenn wir mit Menschen uns austauschen, wenn wir Sachen uns von der Seele reden können, die uns belasten, dann ist das für unser Gehirn und für unseren Körper schon pure Entspannung. Die Frage ist jetzt, was können wir noch tun? Und da ist mir eine Idee gekommen und ich glaube, die ist gar nicht so schlecht, weil ich habe darüber nachgedacht, was ich als Kind eigentlich früher, was mir gut getan hat, was mich glücklich gemacht hat. Und das war tatsächlich, wenn ich zum Beispiel mich auf eine Wiese gelegt habe und habe in den Himmel geschaut, das habe ich total geliebt, und habe mir die Wolken angeschaut, ja, wie die Wolken, was die für Formen haben, was es vielleicht für Figuren sein können. Und das hat mich komplett entspannt. Das hat mich glücklich gemacht. Und ich habe so drüber nachgedacht und dachte, Mensch, eigentlich brauchen wir doch nur mal drüber nachzudenken, was haben wir denn früher als Kinder getan? Was hat uns denn da glücklich gemacht? Und vielleicht das einfach mal ausprobieren. Hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber ich glaube, es ist gar nicht verkehrt, dass einfach mal jeder von euch nachdenkt, was er so früher gemacht hat und ja, wie er so
wie er einen glücklichen Moment in seiner Kindheit hatte. Und das einfach in der heutigen Zeit nochmal umsetzen. Ich glaube, damit geben wir unserem Körper Futter, uns zu entspannen. Und dieses ständige, es immer allen recht machen zu wollen, dieses ständige, immer Ja sagen, auch man darf auch mal Nein sagen, ja, man darf auch mal sagen, nee, jetzt habe ich keine Zeit, jetzt mache ich mal eine Stunde was für mich. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, ja, dass wir uns einfach sagen, am Tag über so, zwischen 4 und 5 oder auch von mir aus abends, je nachdem, wann wir Zeit haben, je nachdem, wie wir arbeiten müssen. Das ist eine Stunde, die ist nur für mich und da kümmere ich mich um mich, ja? Da pflege ich mich, da gebe ich meiner Seele ein bisschen Balsam, dass es uns gut geht, dass wir, ja, dass wir wieder unserem Herzen glücklich werden. Wir brauchen das. Und glaubt mir, Leute, Fitnessstudios, Kurzreisen, wunderbar, aber da findet ihr nicht die Entspannung fürs ganze Jahr. Grundsätzlich sollten wir etwas ändern. Wir sollten einfach mal ein bisschen runterfahren, neu nachdenken und ganz andere Wege gehen. Einfach mal einen ganz anderen Weg ausprobieren. Und ich glaube, das wird uns allen ganz, ganz gut tun. Ja, das ist so etwas, was ich mir heute so überlegt habe. Was wir vielleicht mal alle ausprobieren können, dass wir nochmal überlegen, Mensch, was haben wir denn früher gerne gemacht? Und vielleicht finden wir da wirklich unsere Entspannung. Ja, das finde ich total klasse. Und ja, ich freue mich, dass ich euch das heute nochmal kurz sagen durfte, dass ich mit euch reden konnte, dass ihr mir zugehört habt, dass ihr mir wieder ein Ohr geschenkt habt. Auch das ist ganz toll. Und ich wollte euch nochmal sagen, dass ihr ganz, ganz toll alle seid. Ihr seid wertvoll, ihr seid wunderbar. Und ja, ich wünsche euch einfach, dass ihr die Dinge, die ich heute auch so euch mitgeteilt habe, dass ihr die einfach mal so sacken lasst und nachdenkt und Ruhe findet und vielleicht so ein bisschen was davon umsetzen könnt. Das wünsche ich euch und mir und uns allen. Und ja, dass ihr eine ganz tolle, glückliche Zeit habt, dass ihr ja das Lachen nicht verliert. Ja, Lachen ist ganz wichtig. Immer zu lächeln und immer aus allem das Beste zu machen. Ja, positiv denken, Leute. Ganz, ganz wichtig. Dranbleiben. Versuchen, sich zu korrigieren auch. Wenn man negativen Gedanken hat, ja, einfach mal überlegen. Okay, ich versuche einfach mal jetzt anders zu denken, ja? Ich sehe mal das Gute in diesem Negativen. Ich glaube, dass unser Denken auch verändert, dass unser Stress weniger wird, auch dass wir innerlich ruhiger werden und dass sich vieles auf unserem Weg leichter gestalten lässt. Ja? Probiert es einfach mal aus. Ich wünsche es euch und ihr habt alle eine ganz tolle Zeit, ja? Und seid glücklich, vergesst nicht zu lächeln. Und ja, ich versuche morgen nochmal einen Podcast zu sprechen. Ja, jetzt habe ich wieder Zeit genug. Okay, macht's gut. Bis bald. Ciao.